Eskatrix. Eskatrix, der auf einer Vespa sitzt und auf Meskatrips Bäckerfips in die Fresse spritzt mit Messer mit. Wo bist du? Ich bin hier, Soße Fix. Was gibt's denn? Da vorne ist ein großes Wildschwein, das snackt sich in Pilz rein und chillt fein. Dann nichts wie los, damit wir zum Abendessen wieder zurück im Dorf sind. Wildschweine jagen sich nicht von allein. Finde ich das sick, nein. Ah, werte Zuhörer, ich hab euch gar nicht lauschen hören. Dürfte ich kurz die beiden Protagonisten dieses Hörspiels vorstellen? Eskatrix, der pfiffige gallische Krieger aus dem Dorf, das sich den Römern widersetzt, und Soßefix, sein immer hungriger Bro, der als Kind in den Kessel mit Zweckreimtrank gefallen ist und seitdem immer Zweckreime suchen muss beim Sprechen. Aber was ist der Zweckreimtrank? Nun spulen wir doch ein wenig vor, überspringen die Wildschweinjagd und machen weiter, als Eskatrix vor dem Abendessen den Druiden Miracle Whip in seiner Hütte besucht. Miracle Whip, ich habe heute im Wald Spähtrupps der Römer beobachtet und durch die Ausrichtung ihrer Hautschuppen in Verbindung mit dem Winkel von Pluto zum Nordstern und unter Einbeziehung der trigonomischen Gleichung und Mächtigkeit des Kontinuums habe ich geschlossen, dass sie uns morgen Nachmittag angreifen wollen. Haben wir genügend Vorräte an Zweckreimtrank? Du lieber Himmel, MC Teutates möge uns beistehen. Aber ja, ich habe gerade erst frischen gebraut. Genug, um ganze Kohorten in die Hall of Shame zu betteln. Außerdem brennt Soßefix bestimmt schon darauf, wieder zu freestylen. Es kann also nichts schief gehen. Da bin ich ja beruhigt. Und nun lass uns zusammen mit dem Dorf die Wildschweine verzehren. Ich habe einen Bärenhunger. Haben Veganer dann einen Bärenhunger? Was? Das Dorf versammelte sich zum abendlichen Festmahl, und während der Häuptling Young Majestics eine Rede hielt, stimmte der Barde 5000 Watt Bass Killer Beats Productions, in Klammern Free Rap Instrumentals Epic Deep Trap Street Rap Old School Hops and Type Hip Hop Beat with Hook, eine sanfte Melodie auf seiner Harfe an. Hört her, hört her! Um sich auf den morgigen Kampf gegen die Römer einzustimmen, möchte Soßefix für uns einen kurzen 16er droppen, damit wir alle schon richtig in Modus kommen, Digga. Yo, Freestyle! Yeah. Soßefix am Mic mit ein paar heftigen Zeilen. Ich will hässlichen Weichen ein paar Krätzmilben zeigen. Ich werde beim Ficken von Hunden hundemüde, doch ich fick weiter bis zum Erbrechen meiner Lungenflügel. Aber ich bin der nach Frankreich verschwindende Punk ohne Pimmel mit ner samtweichen Stimme. In mein Bett kann ich mit Koreas Latz aus dem Rotlicht hüpfen, denn meine Übersetzungskills sind zielsicher wie Profischützen. Hier müssen die Fäden gezogen werden. Achte lieber mal auf deine Leber, Zirrhosewerte. Ich frag meine Homeboys, sollen wir etwas peppern? Ist schon weg, Alter! Ich bin der an Bulimie verendende G, der sein Hemd an ein Wiesel verschenkte. Und ich fragte den Falk, der hat dein Sperber Manieren. Ja, deshalb muss ich sein Verhalten auch nicht härter kaschieren. Time! Ja, Soßefix hat's drauf! Soßefix ist unser Man! Die Nacht legte sich ruhig und friedlich über das kleine Dorf, denn sie alle waren zuversichtlich, die Römer wie schon so oft in der morgigen Cypher platt zu machen. Nur eine Eule war zu hören. Und drei Fledermäuse. Und zwei Laubfrösche. Und 34 Feldgrillen höre ich da auch noch raus. 34, habe ich gesagt. Schon besser. Doch als die Sonne wieder aufging, hörte man einen bestialischen Schrei durch das Dorf hallen. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Miracle Whip, ist etwas passiert? Etwas passiert! Der Zweckreimtrank wurde geklaut! Er ist fort! Verschwunden! Wie denn das? Jemand muss sich nachts in die Hütte geschlichen und den Trank geklaut haben. Ohne ihn sind wir verloren. Die meisten im Dorf kriegen doch nicht mal einen Doppelreim hin beim Freestylen. Und Onbeat ist auch keine Sau im Dorf außer Soßefix. Kannst du keinen neuen brauen? Das dauert mindestens 3 Tage. Nein, wenn wir ihn nicht wiederfinden, dann haben wir nur Soßefix im Battle. Und er muss alleine es mit den ganzen Römern aufnehmen können. Andernfalls sind wir verloren. Verloren! Wir werden den verlorenen Trank schon wiederfinden. Ich lasse sofort das Dorf zusammentrommeln.
Ey, Schnauze halten! Majestix will eine Rede halten. So, meine Kinder, Krisenzipfel. Letzte Nacht ist jemand in die Hütte unseres Druiden gegangen und hat den Zweckrenntrank gestohlen. Ich nehme nicht an, dass der Saboteur aus unserem Dorf kommt, aber wenn irgendwer etwas darüber weiß, dann nur zu. Denkt daran, wir brauchen den Trank, wenn wir heute gegen die Römer gewinnen wollen. Anderenfalls landet das ganze Dorf in der Sklaverei oder wird ermordet. Ganzes Dorf versklavt, Abo-Special. Ich kann's zur Not auch mit den ganzen Römern alleine aufnehmen. Oder in einem Totenclub für ein paar Leichen auflegen. Ach, Soßefix, du überschätzt dich schon wieder. Du hast wirklich sicke Zweck-Rhymes, aber gegen die komplette Battlemania der Römer kannst du maximal ein paar Runden durchhalten. Eins ist sicher, wir müssen den Zweck-Reim-Trank wiederbekommen. Und wir haben noch etwa 6 Stunden Zeit dafür. Dann schlage ich vor, dass ihr euch in Gruppen aufteilt und überall nach Spuren sucht. Im Dorf, im Wald und überall sonst. Eskatrix, Soßefix, ihr beide späht unauffällig die Römer aus. Ich verwette meine pinke Wu-Tang-Clan-Cornflakes-Schüssel darauf, dass sie etwas damit zu tun haben. Tja, und wieder sind wir im Wald. Ach je, wenn wir das Lager Tupacum erreicht haben, müssen wir leise sein. Am besten gibst du mir Rückendeckung, während ich durch die Palisaden schaue. Und auf Kannibalen kaue. Und eventuell könnten wir uns an der Wache vorbeischmuggeln und sogar ins Lager schleichen. Aber nur, wenn wir uns geschickt anstellen. Bankräuber ist bestürzt, denn er erblickt Handschellen. Soßefix, hast du heute Morgen deinen Tee nicht getrunken? Du wirkst so angespannt. Die Zweckräume. Sie brechen heraus. Es hat sich so viel angestaut. Franz im Stau, Tante Stau und Panzerfaust. Dann beatboxe ich für dich, mein Homeboy. Ich kann zwar nicht so freshe Beats droppen wie unser Bade 5000 Watt Killer Beats Productions, aber für einen kurzen Freestyle reicht es. Yo, 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 yo. Weißt du, was mir in letzter Zeit voll auf den Sack geht? Dass mich in der Metzgerei Donald Duck quält. Bro, man sieht dich streben nach der Superlative. Jesus, ich quäle stark per Musa Katire. Yo, denn ich bin das Style Points earnende Schwein, das beim Twerken ein Streichholz empörte. Ich bin noch nicht im Modus, ja, das meine ich auch. Keine Teile gekaut, doch ich hab Leichen geraucht. Yo. I'm out. Nicht schlecht, so zum Aufwärmen. Aber in der Cypher heute Mittag musst du echt nochmal eine Schippe drauflegen, mit paar Bitches was aufnehmen und die Disses deiner dickeren Schnitte in Kauf nehmen. Sonst reicht es nicht für die Liga der Römer. Die haben im Provinzen-Battle-Turnier im 16. sogar die Germanen rausgehauen, habe ich gehört. Haben die Punchlines von Arminius übelst zick ausgekontert, Schwörkeule. Ach, weißt du, ich bin einfach noch etwas betrübt, weil Balla Balla meine Feature-Anfrage abgelehnt hat. Seit sie in Lutetia steil gegangen ist und mit Lil Mark Aurelen Kollabo gedroppt hat, tut sie so, als würde sie mich nicht mehr kennen und richtig enthemmt ein Michelin-Männchen pfiffig verbrennen. Wenn nachher Fokus auf Modus ist, zerstöre ich gallischen Rap komplett und fick die Römer-Crowd tief in den Arsch, Bruder. Oh je. Ja, sie hat sich echt verändert. Alle sagen das. Kannst du Steiger fragen. Während unsere beiden schnauzbärtigen Freunde noch auf dem Weg ins Römerlager Tupacum sind, werfen wir doch mal einen Blick hinein, um zu sehen, was dort gerade so passiert. Tensorio Edibus, hier ist der Trank genau wie ihr es befohlen habt. Außerdem ist Balla Balla soeben aus Lutetia eingetroffen. Wie kann im Battle diesen Fettsack von Gallia mit Real Talk fronten? Und bei allem Respekt, Tensorio, nicht ein übel ficker Snack. Gut gemacht, Stereobus. Die Männer sollen schon mal etwas freestylen vor der Mittagspause, um sich vorzubereiten. Vor dem Battle wird der Trank dann ausgeschenkt und schick Balla Balla zu mir. Ich muss mit ihr noch über das Battle-Konzept reden. Mist, ich höre nicht, Soßefix. Das wird wohl nichts mehr mit den Lauschen. Lass uns zurück beim allmächtigen Gott der Punchlines. Das darf doch nicht. Da hinten, der Centurio hat eindeutig das Fläschchen mit dem Zweckreimtrank in der Hand. Und was? Das ist Balla Balla. Oh je, soll ich es Soßefix sagen?
Lieber nicht. Der Schock könnte dafür sorgen, dass er nachher choked. Aber was hat die denn hier zu suchen? Ja, was? Ach, nichts, Soßefix. Einfach, dass sie den Zweckreimtrank haben. Wir sind erledigt nachher, wenn wir den nicht in die Finger bekommen. Aber wie sollen wir uns an den ganzen Römern vorbeibetteln ohne den Trank? Du allein kannst auch nicht genug Bars raushauen für so eine Menge an Underground-MCs. Lass uns erstmal fix zurück ins Dorf gehen und Miracle Whip Bescheid geben. Du musst, bevor du ihn essen kannst, den Zikadendip noch weich kneten. Doch zurück im Dorf erwartet die beiden Helden eine unerwartete Überraschung. Escatrix, Soßefix, da seid ihr ja endlich. Ihr glaubt es nicht. Da ist mir, als ich eine dicke Misteltüte gesmoked habe, doch tatsächlich wieder eingefallen, dass ich noch einen geheimen Supertrank in meinem Keller aufbewahrt hatte. Genau neben den letzten 70 Sumatranas-Hörnern, die ich da versteckt halte. Ich musste nur noch etwas Drachenbaum, Schmetterlingsflügel und eine Hexenrabenklaue hinzufügen, um ihn zu aktivieren. Allerdings dauert es noch ein bisschen, bis er fertig gebraut ist. Er muss noch vor sich hinköcheln für das Bouquet. Aber er sollte bis nachher fertig sein. Alarm! Die Römer sind auf dem Weg zu uns! Sie greifen an! Alle sofort raus auf die Pendelebene! Macht euch bereit! Oh nein, immer haben wir die Pech. Die Armee der Gallier machte sich auf den Weg zur großen Ebene vor dem Dorf. Die Römer waren schon dabei, sich in Brückenechsenformation zu nähern. Dann blieben beide Armeen voreinander stehen und Häuptling Young Majestix ließ sich von seinen Schildträgern vortreten, um Centurio Adlibus gegenüberzustehen. Adlibus, alt bist du geworden! Du bist doch mittlerweile schon Anfang 30. Doch wo ist jetzt der Diss, Junge? Ich peil's nicht. Aber lassen wir die Spielchen. Das hier ist der Host des heutigen Battles. Neutralix der Neutrale. Er wird jetzt die Regeln erklären. Na schön, ich bin Neutralix, euer Host. Da vorne stehen die Judges. Sie werden das Battle dann bewerten. 3 Runden, 16 Bars, Schlagabtausch, A Cappella, Freestyle. Nur Zweckreime erlaubt. Von den Galliern tritt zunächst nur Soßefix an. Die Römer haben gleich 3 Champions am Start. Die erste Runde wird dabei Flows Maximus haben. Beim letzten Battle haben die Gallier gewonnen. Also darf Soßefix aussuchen. Kopf oder Tiger? Wildschwein. Dann darfst du anfangen. Los geht's, Gallien. Mach mal Lärm! Kommt ihr fertig? Was ist jetzt hin? Yo, Soßefix ist back und der hat literweise Wein getankt. Danach bin ich mad und ich setz lachend mal ein Schwein in Brand. Und ich sehe ganz genau, die Audio wird aufgenommen. Letztens hab ich auch gegen einen mausetoten Clown gewonnen. Ey Junge, ich hab Bitches im Van, wie ein Businessman. Komm zu dir nach Hause, bis du in die Kissen dann flänst. Ich bin ein richtiger Champ, hab kein Gewissen, du hängst. Und ich glaube, dass du von den 3 nebeneinander stehenden Typen da nur den mittleren kennst. Und du teilst mir echt noch mit, dass der Lokführer schreibt, aber drauf geschissen, Mann, ich hab mit Kopffüßlern Streit. Und in Nordhessen will ich einen Dorsch stressen oder gegen ein paar Dorflespen und einen ganzen Chor wresteln. Ich nehm lieber eine Jacke mit, denn ich bin ein krasses Kid und hab nen Blunt aus Hasch gekifft und Flaschen voller Lack gesplüfft. Ihr seid mies die G's und habt ne Kugel im Lauf. Ich hab Tiere lieb und fick nen Thunfisch ins Maul. Time. Schöne erste Runde von Soßefix. Macht mal bisschen Lärm. Schön, dann kommt Flows Maximus mit seiner ersten Runde. Ja, erstmal ein gut Rap in die Runde. Okay. Flowis ist am Start, um ein paar Gallier zu knechten. Bin dein Punisher, du Keck, und werde Moneymark verletzen. Bruder, was, du kommst da mit dem technischen Hilfswerk? Das ist mir egal, solange ich Lesben und Milfs klär. Ey, yo, ich bin grad in Epstein. Geh zu deiner Ex, steck in ihren Head mein Gemächt rein, bis sie echt weint. Letztens hechelte sie nach ner Pepline, aber näste sich perplex auf 6 Teilen in ihrem Bett ein. Und was ist da los? Du sagst, mein Firefox spackt? Ich glaube eher, dass dein Eierkopf platzt. Das ist sinnvoll, wenn dein Kind schmollt, weil ich ihm nen Tritt vor sein Kinn bolz. Das Gegenteil von Treibholz nenn ich Sinkholz.
Und eigentlich müssen wir ja mindestens noch Sushi essen, aber ich bin inkontinent und werde auf Uschi nässen. Ah, Young Swagger Boy. Ha, ich hab Männer-Toys. Schisch, und in meinem Teich, da schwimmen eine Menge Kois. Denn ich bin der schweinemisshandelnde Guy, der am Strand gern die Weißweine tankte. Time. Schöne erste Runde von Flowus Maximus. Es ist Zeit, das Wort an unsere drei Judges zu geben, die schon mal ihre Stimme zur ersten Runde abgeben werden. Ja, also insgesamt sehr starke Performance von beiden, sehr ausgeglichen auch. Aber ich fand die Betonung bei Flowus Maximus etwas krasser so, ja. Und auch, dass er die Gallier zumindest erwähnt hat, also der Gegnerbezug war auch mehr da. Die Lines und die Zweckreime waren für mich aber eigentlich sehr ausgeglichen. So von beiden gut performt. Nicht perfekt, aber schon echt gut. Und damit gebe ich den Punkt an Flowus Maximus. Dem kann ich mich eigentlich anschließen. Relativ auf Augenhöhe, beide. Aber Flowus Maximus hat mich mehr überzeugt. Klang irgendwie realer. Man hat den Spirit der Zweckreime besser gefühlt. Ich gebe den Punkt auch an ihn. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich kann da nicht ganz mitgehen. Also, ja, beide waren ungefähr gleich stark, aber für mich hat Soße Fix routiniertere Performance abgeliefert. Und auch lustigere Zweckreime gehabt. Die Businessman zum Beispiel, die war super. Und ja, für mich geht die Runde an ihn. Und damit steht es 2-1 für die Römer. Wir wollen gar nicht lange fackeln. Kommen wir zur zweiten Runde. Diesmal fangen die Römer an und Ballaballa ist im Ring und Soßefix muss für die Gallier kontern. Askatrix, hast du das gehört? Siehst du das? Da vorne, das ist Ballaballa. Ich finde Gott fett, aber aller Draller. Was macht sie denn hier? Wieso bettelt sie? Gegen mich? Die Slut. Wenn ich Weed puff, mach ich paar Kilo Cheese platt. Ja, Soßefix, ich weiß, aber verlier bitte nicht die Nerven. Du musst stark bleiben und sie aus der Cyphers bitten. Scheiß auf sie, sie hat deine Gefühle doch gar nicht verdient, nachdem sie mit Muskelix durchgebrannt ist. Ich weiß, dass du steinhart und kalt sein kannst. Warum tut sie mir das an? Ich kann das nicht. Ich... Wenn Soßefix dann auch hier nach vorne bouncen könnte, kann die zweite Runde auch starten. Soßefix, du musst los. Bitte lass uns nicht sitzen. Ich puff und bin spitze. Das klingt schon mal beruhigend. Seid mal jetzt alle ruhig! Wie ich gerade gemerkt habe, scheinen sich Ballaballa und Soßefix ja bereits zu kennen. Also, Ballaballa beginnt. Okay, los geht's. Dieses fette Häufchen Elend hier, den hab ich letztens sitzen gelassen. Denn sein kleiner Penis, der ist nicht mal meinem Kitzler gewachsen. Guckt ihn an, ey. Nicht mal seine Reime sind lustig. Dieses Schwein ist dick und klein, das sind grad 1,50 Meter. Also dachte ich mir, ich habe was Besseres verdient. Selbst vermästere Igel sind noch fettere G's als er. Soßefix, du guckst mich an und flänzt nur rum. Bitte geh nicht. Junge, komm mal klar, guck in den Spiegel und schäm dich. Alle denken, du bist krass, denn du hast Reime am Start. Du fütterst Meisen im Park, kommst alleine nicht klar. Bist noch nicht mal in den Hütten neben deiner ein Star. Bist sogar statt einem Leihwagen nur Dreirad gefahren. Und bevor jetzt einer meckert, meine Reime haben Sinn, spitte ich noch Zweckreime, wie ich trink mit Kleibern Absinth. Und du hältst dich trotz der Wampe für einen Nachtelfen-Orgjäger. Ich chill im Club und nenne nach 8 Schellen Horst Peter. Time. Zweite Runde von der Lady hier. Bisschen die Hände. Applaus. Und jetzt der Konter von Soßefix. Los geht's. Drop die Bars, mein Guter. Ich bin nicht so ein Lappen. Hab dich längst schon vergessen. Bin ein Hengst im Bett und wollte dir auch nur an die Wäsche. Yo, ey, ich versprach ihr den Garten eben
Den Garten Eden, siebten Himmel, doch im Endeffekt klaut ich ihr nur die Nebennierenrinde. Ich hau jeden Track als Single raus und lebe in einem Irrenhaus, während ich mich mit einem Pimmel rauf und deiner Emo-Freundin auch das Blut aus ihren Schnitten saug. Aber heute und hier keul ich mit vier. Ach, Kacke. Ey, zeig mal Respekt! Ich komm in die Cypher und fronte trotz mit nen Kleiber. Gekonnt scheiß auf Weiber. Ich bin das mit Huren über Gefühle redende Gnu, das Brüdern sehr kühl stehlend eine gute, trübe Brühe schädigte. Ich bin ein Schattenläufer, plus jeden Tag ein krasser Säufer und beim Starbucks statt Kaffee ein Lattekäufer. Ballaballa kommt auf ihre Texte nicht klar, ich zerfetz sie mit Bars, sie ist so hässlich wie Lars. Time. Ja, das war die zweite Runde von Soßefix. Und erneut bitte ich die Judges, ihre Meinung zu den beiden Runden abzugeben. Also, Ballaballa hatte definitiv, da war richtig Action in den Lines, so Gegnerbezug, kreative Lines, ging richtig ins Gesicht so. Der Flow war böse, die Reime waren nice, Inhalt war top, generell die Performance sehr selbstsicher und stark. Dagegen hat Soßefix offensichtlich gechoked und war stark unter seinem sonstigen Niveau. Also ganz, ganz klare Sache hier, Punkt für Ballaballa. Ah, schwierige Kiste. Also klar, Ballaballa hat keinen schlechten Auftritt. Aber mich hat es etwas gestört, dass ihre Reime sogar Sinn gemacht haben. Und das Ganze war so etwas unkonventionell. Scheiße auch. Außerdem ist sie eine Frau. Also ich meine ja nur, das kommt nicht so real rüber für Rap. Also da fehlt halt die Realness in der Stimme. Und man denkt sich nur, geile Titten. Aber geh mal wieder in die Küche. Also ich bin ja nicht so einer. Aber damit konnte ich nie viel anfangen. Und Soßefix, ne? Soßefix hat halt einfach delivered. Das war, man will die Zweckreime, man bekommt sie, man kennt ihn. Punkt für Soßefix. Also das sehe ich definitiv anders. Ja. Ballaballa hat hier frischen Wind reingebracht. Vollkommen zerstört. Mit den Lines so richtig krass nach vorne. Gute Lines, die auch gepuncht haben. Auch gute Zweckreime, so ganz nebenbei allein schon. Da war einfach alles drin. Es war einfach rund. Eine runde Sache. Und Soßefix, also, ja, es war nicht komplett schlecht. Waren schon ein paar lustige Lines dabei, aber ich weiß nicht, war einfach nicht ganz bei sich. Das war echt schwach. Sorry, also deswegen Punkt an die Römer. Es wird spannend. Wir stehen vor der dritten und letzten Runde und es steht 4-2 für die Römer. Die Gallier müssen jetzt komplett rasieren, wenn sie da noch aufholen wollen. Da bin ich mal echt gespannt. Aber es ist Crowd Battle Time. Das heißt, ein ganzes Team aus Galliern tritt gegen ein Team der Römer an. Keine 16er mehr, sondern Open End im Prinzip. So lang, bis die Judges stoppen. Und macht jetzt nochmal richtig Lärm für dieses Battle, Leute. Miracle Whip, du hier? Ist der Trank fertig? Es Gott, Rix, da bin ich scheinbar gerade noch rechtzeitig fertig geworden. Ja, der Trank ist fertig. Gib allen aus dem Dorf heimlich einen Schluck, bevor sie in die Cypher steppen. Dann kann nichts mehr schiefgehen. Der Trank verleiht uns nicht nur einen Buff auf Zweckreime, sondern deaktiviert auch noch den eigentlichen Zweckreimtrank, den die Römer getrunken haben. Sie werden schlimmer choken als deine Mutter, wenn sie meinen Cock sackt. Schisch! Wird gemacht! So, allmählich wird es Zeit, dass die Gallier, die gleich betteln werden, nach vorne kommen. Und da haben wir Eskatrix, sehr gut. Und Rapperix kommt auch nach vorne, hat sich scheinbar noch etwas Mut angetrunken da hinten. Ha.
Und Crankeste Flowix gönnt sich auch noch einen Zip und alles klar. DJ Weed, gib uns den Electro-Smoker Asterix Beat.mp3. Wir drei Gallier, hier sind die treuesten Seelen in der Gruppe. Ey, wir drehen ne Fluppe und rupfen auch Schwäne mit ner Nutte. Diese Nutte hat bei euch den zweiten Part hier gerappt. Ich hab'n Tapir geleckt und dann mein Hartz IV verzecht. Los denkt, der hat krasse, heftige Reime am Start. Ey, am Arsch, ich hab nackte, hässliche Beine gemalt. Römer reden nur von ihren schlechteren Lebensphasen. Jeden Abend muss ich überm Blech eh mein Penis braten. Wow, Römer, ihr habt heute Vokabeln gelernt. Ich hab aus der nächsten Line alle Vokale entfernt. Jo, ich ficke denn im Risse, denn sie ist ein kleine Hirre. Zieh dir danach deine Kohle ab und auch noch deine Schuhe. Ich bin der Cracksteine tickende Depp, der beim Picknick sein Brecheisen mitbringt. Und du halt nur so eher der Nasenspray-turnende Hase, der flirten den Paten betörte. Du hast in Darmstadt gewohnt, ich glaube währenddessen hast du auch die Funktionalität von meinem Harntrakt gelobt. Ey, ich rammel Kids beim Manifest, da kannte ich nix. Habe deine Tante angespritzt und auch ne Schlange, doch die Wand sind nicht. Ich hab drüber geredet und beim Analsex-Hühner geknebelt. Ich bin Lehrer, aber Besucher auch in Latex-Schüler, versteh das. Und ich hab stressigere Lebensphasen, weil ich mittlerweile auch die hässlicheren Babys schlage. Du legst die Depri-Mucke runter auf die externe Festplatte. Und das alles nur, weil ich deine Ex gerne festklatsche. Ich schau mit der Nutte jetzt nen Liebesfilm. Boah, ey, nimmt man bevor man das guckt, diese oder diese Pillen? Ich bin der mit Dorfkindern füßelnde Dorsch, der beim Bügeln die Ortsschilder prüfte. Und indem ich die Flasche mit Friesengeist leer, zeig ich dir, wo der Hammer hängt wie Schmiedemeist her. Ich brauch, um mich nach dem Schwimmen abzutrocknen, meist ein riesiges Badetuch. In der Farbe Gelb, so wie kriechender Hahnenfuß. Denn ich bin der über Penisse schmunzelnde Krebs, der mit Hunden Gebetshilfen grunzte. Ich hoffe wirklich, du hast dich beim mündlichen Versuch, versteh das please nicht falsch, halt am gründlichsten geduscht. Ich steh ab heute in der besten Liste. Ich sag doch, dass es sich lohnt, dass ich seit 7 Jahren wirklich jeden Tag eine Lesbe fiste. Ah, jetzt plötzlich erinnere ich mich dran. Innerlich bin ich der Kinderstrichmann, aber heutzutage eher so der drehorgelspielende Cremetortenfreak, der am Schneesport krepierte. Time! Wow! Wow! Monumentale dritte Runde von den Galliern, unfassbar! Und wenn die Crowd und die Römer dann ready sind, verlieren wir keine großen Worte, sondern geben das Mic an die Römer. DJ Weed, spiel den Römer-Beat! Die Rapper der Römer bitte einmal auf Stage. Römer am Start, ey yo, SPQR. Ich finde Spechte cooler, trink mit Hechten Pulär. Wusstest du, dass sich Partisanen wortlos schneuzen und mich sieht man dann auf Asiaten-Pornos keulen? Und man sieht dich auch einen Anzug von Armani tragen, doch ich komm und fresse dann durch Hanswurt-Kranken mit Kannibalen. Bindel auch den Kleiderschrank, kleiner Mann, an deine Beine dran. Ich hab das ein bisschen falsch aufgefasst, doch du machst mit Kissen halt auch ne Schlacht. Und du kleiner Pisser sagst, ich trigger dich mega krank, bis der Hitler auf Keter schwankt. Yo, ich verrate dir nen kleinen Trick, mit denen ich Leichen fick. Ich häng die lebende Person an einen Strick, damit sie zuerst das Totenreich betritt. Das Battle ist ein Scharmützel und ich besiege Saarbrücken im Armdrücken. Meine Freundin sagt, sie schluckt nicht. Also zieh ich den Schlussstrich. Ich, oh fuck, ich komm in die Cypher. Besondere Weiber, Sonne und Freibad. Long live the Keimer. Du redest von Hi-Hats, ich nehm den Kopf von nem Hai weg, setze ihn mir anstelle meines eigenen Kopfes auf und nenne es Hi-Hat. Das meine ich auch, gleich einem V, eins und ja, ich hab Leichen geraucht. Ich wollte gerade eben ein rigoroses Machtwort sprechen, doch man sieht mich dann nur ziellos Kot und Nachos fressen. Ich bin der in Mathe versagende Pappkamerad, der am Waschlappen nagt. Du lebst in Mittelerde und hast Schiss vor Sauron, doch wenn du in Hogwarts lebst und am Esstisch sitzt, kann es passieren, dass du irgendwann sagst, schling das Essen nicht so in dich rein wie eine Sauron? Birkenrap-Brennpaste, Birnenfett-Ex-Akte, Hirsch-geslappt-Crack-Pafte, Niere und Senf-Latte, ach scheiße, Time.
Ja, ich gönn mir einen Long Island an der Bar und überlasse den Judges das Wort. Gut, dann fangen wir mal an. Also die Runde von den Galliern war wirklich phänomenal. Die sinnlosesten und bescheuertsten Zweckreime, krasser Flow, gute Gruppenperformance, der Beatpick ging nach vorne. Auch noch der Gegnerbezug, der immer wieder durchkam. Also das ist eine Runde, wie sie im Buche steht. Oder im Ahorn. Ja, und die Römer, also das war fast schon, also das war gechoked in meinen Augen. Ein paar starke Stellen zwischendurch, muss man fairerweise zugeben. Ansonsten war das wirklich nicht gut. Also Punkt an die Gallier. Ja, so, also ich kann mich da wirklich nur anschließen. War nicht komplett scheiße von den Römern, aber im Vergleich zu den Galliern ein Riesenunterschied. Punkt an die Gallier. Ja, da hat er recht, ne? Wow. Ja, okay. Dann liegt's jetzt wohl an mir, die endgültige Entscheidung zu fällen. Da bin ich mal gespannt. Ja, denn wir haben hier ein 4:4 und was soll ich sagen? Ich mach's kurz, ja? Das war einfach eine Katastrophe bei den Römern. Hört. Ich meine, das war der Joke des Jahrhunderts, Bruder. Ja, da hat er recht. Was war da los, Mann? Habe ich nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Ja, nee, ich im Gegenzug, die Gallier haben einfach komplett Gas gegeben. Das, so muss das sein. Deswegen muss ich hier sagen, klarer Punkt an die Gallier. Und damit steht das Endergebnis fest. Die Gallier gewinnen 5:4 und das Land wird nicht erobert und gehört nicht zum Römischen Reich, sondern bleibt bei den Galliern. Macht nochmal alle leer. Miracle Whip, mein alter Freund, da hast du es gerade nochmal geschafft, uns zu retten. Aber was soll man sagen? Ende gut, alles gut, oder? In der Tat, Eskatrix, in der Tat. So, jetzt sammeln wir die anderen zusammen und gehen zurück ins Dorf. Ich muss noch etwas an diesem Autotune-Trank herum experimentieren. Soßefix, komm, heute Abend gibt es auch ein großes Festmahl mit vielen Wildschweinen. Ein Festmahl mit vielen Wildschweinen? Ich will aber mein Ketka einer fiesen Milf zeigen. Die Römer dachten heute, ey, sie wären so ein Gangster-Kasper und ich gönn mir Hentais, hab am Arm auch ein paar Fanta-Pflaster. Sieh mal, deine Zweckreim-Skills sind auch wieder da. Es ist wirklich alles wieder beim Alten. So wie Miracle Whips Sense. Du magst TKKG? Deine Mutter sagt, nachdem ich in ihren TKKG leg, geh, Bratan, geh. Und sie kifft und ihre Augen leuchten rot, so wie ein Warndreieck. Sie hat Geschlecht so groß, dass ich easy meinen Arm reinsteck. Aber dann bin ich der mir die Flossen verbrennende Frosch, der mit Hennen in Boxringen pennte. Mein Psychiater sagte zu mir, komm, wir suchen das Licht. Doch danach kaufte er sich im Baumarkt einen Stuhl und einen Strick. Gut, ja. Hab nen Lachs entstaubt, Tossensaum, Latte kauen, Affenbraut, ja, Waffenbau. Das und das alles nur, weil ich Praxen brauch. Und er hat sich dir gegenüber nicht Knülle verhalten? Ich muss für ein Kunstprojekt noch Gülle gestalten.